Und hallo liebe Leute und willkommen zum zweiten Teil des 1000 Abonnenten Specials. Ja, als erstes möchte ich euch noch einmal danke und nochmals danke sagen, dass ihr ja, mich so gut unterstützt habt bis zu den 1000 Abonnenten. Und ich hoffe, das bleibt auch weiter so, denn wir haben ja noch weiteres mit dem Kanal vor, nicht wahr? Ich habe euch natürlich versprochen, dass ich im zweiten Teil eine Frage und Antwort bringen werde, so wie die YouTuber-Challenge. Ich würde sagen, dass wir mit dem Frage und Antwort anfangen. ja, gut, der Frage und Antwort-Teil. Die wahrscheinlich häufigste Frage, die wahrscheinlich auch anderen YouTubern gestellt wird, ist die erste: Wie bist du auf YouTube gekommen? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe ja ursprünglich angefangen mit Songs zu covern. Und vorher hatte ich halt einen anderen YouTuber, der hieß, glaube ich, Matty B Raps, gesehen. Ich habe mir nur so gedacht, gut, was der kann, kannst du schon lange. Habe einen YouTube-Kanal eröffnet und ja, hatte halt richtig Erfolg. Also, ich war in der Schule damals die Berühmtheit. Und so hat sich das dann entwickelt. Doch wie es weitergeht, erfahren wir durch die zweite Frage, die da heißt: Wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ja, auf FloriMTV. Dazu muss man wissen, dass ich vorher erst Florian M-Songs Cover gelesen habe. Aufgrund, da ich am Anfang nur gecovert habe. Aber als die Let's Plays dann dazu kamen und hauptsächlich nur noch Let's Plays gekommen sind, habe ich mir dann gedacht, gut, wird Zeit von der Namensänderung, jetzt heißt du FloriMTV. Und so bin ich auf den Namen gekommen. Die dritte Frage: Wie alt bist du? Gut. Ja, wenn man in den Kontaktdaten nachschaut, sieht man ja überall die 1996 dran. Und sie weist darauf hin, dass ich 21 Jahre jung bin. Ich bin nicht alt, ich bin jung. Okay. Die vierte Frage: Bist du cool? WTF? Was für eine Frage. Aber okay, gut, wenn ich die jetzt beantworte, hoffe ich, dass ich nicht als Angeber abgestempelt werde, aber ja, bin ich. ja. Okay, fünftens. In welchem Bundesland lebst du? Ja, auf jeden Fall, da ich noch weiß, wer mir die Frage gestellt hat, weit weg, leider. Also du müsstest schon mit dem ICE reisen. Oder mit dem Auto. Um mich einmal im Leben zu sehen, denn ich wohne in Sachsen. Okay, was ist mein Vorbild? Ja gut. Und die siebte wäre dann: Was ist dein Lieblings-YouTuber? Ich tue die Fragen jetzt wahrscheinlich, diese beiden Fragen jetzt zusammentun, weil eigentlich ist mein Vorbild auch zeitgleich mein Lieblings-YouTuber. Nämlich Domtendo. Ihr wisst schon, der mit den Nintendo-Gameplays. Okay, gut. Kommst du zum Vollcamp 2018? Ja, definitiv ja. Und der Frage habe ich eigentlich schon über WhatsApp beantwortet. Naja, egal. Zu neuntens. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Ja gut, da man Zombiefilme neuerdings nicht mehr zu Horrorfilmen zählt, warum auch immer. Weil es neuerdings meistens Actiongeballer ist. Sonst wäre es eigentlich Resident Evil. Und zwar der zweite Teil, nämlich Resident Evil Apokalypse. Ansonsten muss ich sagen, hat mir Annabelle sehr gut gefallen. Sowohl der zweite als auch der erste Teil. Und die zehnte Frage: Wann kommt die YouTuber-Challenge? Ja, wann kommt sie denn? Morgen? Übermorgen? Nein! Gleich nach dem Frage- und Antwort-Teil. Und die elfte Frage: Wie hast du mich gefunden? Das hat auch einer der kleineren YouTuber, die mit bei der YouTuber-Challenge dabei sind, gefragt.
Ja, das war eigentlich ganz einfach. Ich hatte auch mal ein Video selbst darüber gesehen, wie findet man kleinere YouTuber. Ganz einfach, ich habe einfach mal zum Beispiel Minecraft PI Deutsch eingegeben und dann habe ich den YouTube-Filter benutzt und auf diese Woche beschränkt. Und da findet man meistens Videos von kleineren YouTubern. Okay, gut, das waren die Fragen soweit. Bisschen wenig, hätten ein paar mehr sein können, aber mal gucken, wer. Das war ja nicht das letzte Abonnenten-Special. Bei der 5000 kommt das nächste. Oder vielleicht schon bei der 3000. Aber bis dahin ist noch eine ganze Weile hin. Kommen wir nun zur YouTuber-Challenge. Wir fangen von unten an und arbeiten uns nach oben. Vorab möchte ich sagen, es ist mir wirklich sehr schwer gefallen. Am liebsten würde ich alle auf Platz 1 einordnen, aber das geht leider nicht. Deswegen, sorry, wenn manche nicht auf Platz 1 oder 2 oder 3 sind. Denn ihr wisst ja, die ersten drei Kanäle werden im nächsten Teil des und letzten Teil des Abo-Specials vorgestellt. Ihr habt richtig gehört, wie auch schon im ersten Teil ihr das richtig gehört habt. Die ersten drei Plätze werden im nächsten Abonnenten-Special-Teil vorgestellt. Und wie gesagt, ist es mir wirklich nicht leicht gefallen. Ich habe da sogar noch mehr YouTuber auf meiner Liste, wie zum Beispiel den Querlix. Ich glaube, da hat er eine Ziffer hinten dran, aber komme nicht gerade nicht drauf. Oder keine Ahnung. Sudon zockt, aber der hat jetzt einen anderen Kanal. Ich weiß noch nicht, wie der heißt. Also Sudon, wenn du das siehst, melde dich mal wieder. Ich habe, glaube ich, deinen Kanal irgendwie nicht mehr. Und ich komme irgendwie nicht da drauf. Aber gut, fangen wir an. Auf Platz 15 ist der liebe Let's Fritti. Schaut auf jeden Fall mal rein. Er macht mega geile Videos. Und kleiner Tipp, das letzte Video, was du gemacht hast, war ein unkommentiertes Gameplay. Mach mal lieber wieder ein kommentiertes Gameplay. Finde ich irgendwie geiler. Finde ich halt lustiger. Also ich persönlich schaue lieber kommentierte Gameplays. Auf dem 14. Platz befindet sich der. Aber schaut mal bei Let's Fritti vorbei. Und jetzt aber wirklich weiter. Auf dem 14. Platz befindet sich der Tomorrowklöcher. Ja, ein ganz cooler Typ. Schaut mal bei dem vorbei. Ich habe auch schon mal mit dem Fortnite Und nein, er ist nicht nur deshalb mit, weil er mir einen epischen Sieg beschert hat. Nein, weil er einen wirklich guten Kanal hat. Deswegen ist er mit dabei. Auf dem 13. Platz befindet sich der Akut 9000. Auch ein geiler Kanal. Schaut auch mal vorbei. Könnte sich lohnen. Ich verlinke alle 15 Plätze, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Also schaut dort auf jeden Fall mal rein. Auf Platz 12 befindet sich der Honey. Ich werde ihn in der Videobeschreibung erstmal normal hinschreiben. Und werde ich dann auch nicht mehr ändern. Der schreibt sich dann aber etwas anders, als in der Videobeschreibung steht. Aber ihr habt dann den Link zu seinem Kanal. Auf Platz 11 befindet sich der Wirbelwind HD. Mit dem habe ich jetzt eher weniger zu tun, aber ich habe den vor kurzem entdeckt. Und ich finde, der hat einfach einen coolen Kanal. Warum nicht? Auf dem 10. Platz befindet sich der Selim Gu. Auch ein cooler Kanal und mittlerweile auch ein Abonnent meines Kanals. Freut mich, dass du mich abonniert hast, aber noch cooler wäre es, wenn wir mal zusammen aufnehmen könnten. Schaut auch bei ihm mal vorbei. Auch er macht richtig gute Let's Plays. Genauso wie auf dem 9. Platz der liebe Gameplayer. Ja, auch er macht coole Let's Plays. Haben auch schon jetzt versucht, zusammen Videos zu machen. Ging aber irgendwie nicht. Aber am Wochenende versuchen wir nochmal ein gemeinsames Minecraft-RP rauszubringen. Oh Mann. Mir geht schon fast die Puste aus. Auf dem 8. Platz haben wir den Möwenbach-LP. Der macht auf jeden Fall coole Videos. Noch 200 Abonnenten und er hat die 1000 erreicht. Also Leute, klickt auf jeden Fall seinen Abonnenten-Button an. Und schaut bei ihm rein. Auch mit ihm will ich mal zusammen aufnehmen. Vielleicht werde ich auch in einem seiner Projekte sein. Mal gucken. Wir werden sehen. Auf dem 7. Platz befindet sich mal ein Vlogger. Also ihr wisst schon, ein Videoblogger. Aber man nennt das ja Vlog. Und zwar der Lennart. Der macht auch coole Videos. Hat als einzigster auf dieser Liste nicht knapp über 1000 oder unter 1000, sondern knapp 3000 Abonnenten.
Aber das ist eigentlich ganz cool. Konntest auch mal wieder auf meine Kommentare antworten, Lennart. ja. Kann ich euch... Wieso wurde der Display jetzt dunkel? Naja, zu lange nicht berührt. kann ich euch auf jeden Fall noch empfehlen, Leute. Ebenso wie auf Platz 6 die Tech Kids. Bei denen wirkt Lennart mit. Wer die anderen sind, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Habt ihr am privaten Kanäle noch nicht gescheckt oder so. Ja. Aber schaut auch mal bei den Tech Kids mit dabei. Die sind eigentlich ganz cool. Auf Platz 5. Jetzt wird's langsam interessant. Der liebe Random User Mario. Schaut auf jeden Fall mal bei dem vorbei. Der macht auch richtig geile Videos. Schaut vorbei, liked seine Videos, abonniert ihn. Macht auf jeden Fall Spaß. Auf Platz 4 und 3 waren für mich, überhaupt die letzten 5 Plätze, waren für mich sehr, sehr schwierig. Noch schwieriger als die anderen. Aber ich musste es so machen. Es muss ja eine Lösung dabei rauskommen. Platz 4, Sandy und Matt. Auch eine richtig coole Kanal. Eine Let's Playerin aus Leidenschaft mit Herz und Seele. Solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und jetzt, die großen drei Gewinner. Die großen drei, die drei Könige, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie ihr die drei dann bezeichnet. Mich täte es mal interessieren und die anderen bestimmt auch. Kommen wir zu ihnen. Auf Platz 3. Der liebe Spooky4F. Oder 4F? Ja. Ein richtig cooler Typ. Macht richtig gute Videos. Ich habe auch gesehen, dass er Dark Souls 3 Let's Played. Das ist ja richtig geil. Oder auch Resident Evil Zero hat er auch Let's Played. Auch Minecraft findet ihr auf seinem Kanal. Ihr findet einfach alles, was das Herz begehrt. Auch er zockt das mit Herz und Seele. Ja, richtig cool. Auch er hat schon über 1000 Abonnenten, aber schaut trotzdem mal vorbei. Richtig cooler Let's Player. Und auf Platz 2 ist der Game Reporter. Ein richtig cooler YouTuber. Hat meiner Meinung nach mehr Abonnenten verdient. Und er kriegt auch richtig coole Kurzfilme hin. Schaut einfach mal bei ihm vorbei. Der Junge ist einfach cool. Abonniert ihn, liked seine Videos, schaut sie euch unbedingt mal an. Er wird genau wie Spooky4F und der andere im nächsten Abo-Special-Teil vorgestellt. Also im dritten Teil. Und auf Platz 1. Der große Gewinner ist niemand anderes als der T-Gamer. Ja, The T-Gamer, herzlichen Glückwunsch, du bist der erste Platz hier. Schaut unbedingt mal bei ihm vorbei, das ist meiner Meinung nach sogar ein besserer Let's Player als ich irgendwie. Oder fast besser. Wir sind gleich gut. Also, er ist richtig gut, Leute, schaut mal bei ihm vorbei. Ich werde ihm ja im nächsten Teil des Abo-Specials vorstellen, genau wie The Game Reporter und Spooky4F. Ja, Leute, das war... der eigentlich auch schon der zweite Teil des Abonnenten-Specials. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich würde mich megamäßig über weitere Kommentare von euch freuen. Und natürlich auch von den Leuten aus der YouTuber-Challenge. Also Leute, haut ordentlich in die Kommentare rein, schreibt was. Auch wenn es wiederholt Glückwünsche sind, schreibt auch die einfach rein. Schreibt doch einfach Hashtag FloriMArmy oder so. Würde mich freuen. Leute, und ja, wir sehen uns dann im dritten Teil vom Abo-Special wieder. Also Leute, bis dann und ciao!